Thomas Gottwald. Den bitte jetzt zu uns auf die Bühne. Er bekommt für seinen Highland Gin Nummer 57 Oriental eine Goldmedaille. Und das ist es fürs Erste. So. Idyllisch. Die Seele, der Teich, in der Mitte das Brennhäusl. Die Frau, anscheinend, die hat ja eine Bäckerei dabei auch noch. Das heißt, ihr seid ja fast Selbstversorger. Touristisch wird das von euch auch genutzt? Das ganze Konzept mit Chalets oder Betten, dass man Urlaub machen kann? Nein, also es ist unser, also ist ein Märchendorf, wie wir sagen, Hamlet im Schottischen, wo wir die Bäckerei haben. Wir haben von unserer Tochter die Pizzeria und ich habe dann endlich meinen Teil gekriegt, wo die Distillerie ist. Das ist mein Hobby. Es ist nicht, ja, ist ein Hobby. Eigentlich ist es mehr Hobby und ab und zu, wir verkaufen auch lokal, aber das ist eigentlich. Aber du bist der gebürtiger Deutscher, oder? Ja. Erfolgsgeschichte eines Auswanderers? Kann man so sagen, ja. Der Frau? Auch Deutsche? Ja. Auch Deutsche. Alles Deutsch. Super erfolgreich. Aber sind die Highlands dort eure große Liebe? Warum wandert ihr dort hinaus, wo es bei uns anders ist? Schwer zu sagen. Also ich habe damals, 1988, glaube ich, den Film in Highlander gesehen. Kennt jeder, John Connery und so weiter und so fort. Und da bin ich hingefahren und das war der Anfang des Endes sozusagen und habe mich in das Land verliebt. Dann habe ich meine Frau kennengelernt und gesagt, komm, guck dir das an, das ist so mein Traum, da leben zu wollen. Sie fand das auch total klasse und dann nach ein paar Jahren, also wir sind vor 9 Jahren endgültig ausgewandert und haben dann im Prinzip die Bäckerei aufgebaut. Und meine Tochter versorgt mir ihre Pizza und dann brauchte ich irgendwas. Entschuldigung, wenn ich jetzt unterbricht, hast du gesagt, das war der Anfang vom Ende oder irgendwas? Nein, der Anfang es von der... Es wird aber nur einige Zugaben geben, oder? Ja, gut, das war jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Ein bisschen krass, aber du weißt, was ich meine damit. Aber wenn ich schaue, du hast ja genauso, du verwendest auch nur authentische Grundmaterialien aus deiner Gegend. Und was ich bei dir auch sehe... Du bist wesentlich stärker geworden. Ich meine nicht den Körper in Corona-Zeiten, sondern die Produkte, 57%. Das ist der komplette 57%-Range eingereicht, die sowas für jeden von aromatisch, sowas von mild ist. Die 57%, die spürst du überhaupt nicht. Warum magst du jetzt so kräftige Produkte? Also wir haben also festgestellt, ich habe festgestellt, je höher die Alkoholwert ist, also 57%, also nehmen wir streng, je stärker ist auch der Geschmack. Das ist ja wie eine, wenn es aus der Distille kommt, ist irgendwie 73, 72, irgendwas. Und sobald ich das runtersetze, je weiter ich runtersetze, ist ja wie eine Pyramide. Das heißt, auch der Geschmack wird gestretcht. Verstehe schon. Aber und bei 57 haben wir gesagt, das schmeckt. Man hat was richtig, was im Mund. Das bleibt auch da. Das ist nicht sofort weg. Und der Key ist, wir benutzen Springwater aus den Highlands, also wenn man jetzt hier oben, da ist kein Kalk drin, das ist einfach Wasser und das macht das auch so mild. Ich finde das toll, was du machst, ich hoffe nur, dass da nicht ein Zahlensturz passiert, dass du 75% dann einreichst nächstes Jahr, das wird dann heavy, aber es gibt mehr starke Menschen, so wie dich, ich würde sagen, und heute haben wir heute mit dem Franz Dienauer, der macht auch so kräftige Sachen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke.